So, sehr geehrte Damen und Herren, als Vorsitzender des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen zur 12. Sitzung des Beirates am heutigen Tage. Die Sitzung wird durchgeführt in Präsenz und auch digital. Darauf komme ich gleich noch mal zurück. Vor dem Eintritt in die Tagesordnung will ich kurz mal einen kleinen Test machen. Wir haben nämlich heute zwei Sachverständige zu Gast, die beide digital zugeschaltet sind. Einmal Frau Langkamp. Und vielleicht fange ich mal mit Frau Langkamp an. Können Sie uns gut verstehen und können Sie sich zu Wort melden? Ich kann Sie gut verstehen. Ich hoffe, mich auch. Ja, wunderbar. Das ist doppelt, ne? Hier halt es nicht, bei uns ist es gut. Okay, vielen Dank. Dann haben wir Herrn Liebing. Die gleiche Frage. Können Sie uns hören und können Sie sich zu Wort melden? Ich höre Sie perfekt. Ich hoffe, dass Sie mich auch verstehen. Ja, wunderbar. Die Technik funktioniert. Das ist sehr schön. Ich würde an dieser Stelle auch noch in unserer Runde den Nachfolger von Frau Harzer von der FDP-Fraktion begrüßen wollen. Aber er war zwar im Obleutegespräch dabei, aber er ist in der eigentlichen Sitzung verhindert. Herrn Gründer werden wir demzufolge in der nachfolgenden Sitzung hier bei uns begrüßen können. Wir haben heute einen einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich das Fachgespräch zum Thema Energiewende und Klimaschutz. Ich eröffne also die 12. Sitzung des Beirates mit diesem Tagesordnungspunkt. Ich begrüße alle Anwesenden und alle per Video zugeschalteten Mitglieder des PBNE. Ganz herzlich begrüßen darf ich auch die beiden geladenen Sachverständigen, Frau Stefanie Langkamp und Herrn Ingbert Liebing. Beide sind zugeschaltet per Video. Den Techniktest haben wir schon bestanden. Das ist schon mal die wichtigste Voraussetzung. Aber wir erhoffen uns natürlich von Ihnen beiden einen wertvollen Input zum Thema. Vielen Dank, dass Sie beide unserer Einladung folgen konnten und uns heute mit Ihrer Sachkunde zur Verfügung stehen. Ebenso freue ich mich, die interessierte Öffentlichkeit heute hier im Sitzungssaal des Paul-Löbe-Hauses persönlich begrüßen zu können. Zunächst darf ich Ihnen die Sachverständigen in alphabetischer Reihenfolge kurz vorstellen. Frau Stefanie Langkamp ist studierte Diplom-Umweltwissenschaftlerin. Sie arbeitet seit 2008 in der Klima- und Energiepolitik für die Zivilgesellschaft. Davon zuerst beim Deutschen Naturschutzring zu europäischer Klima- und Energiepolitik und seit 2014 bei der Klimaallianz Deutschland e.V. Dort ist Stefanie Langkamp Leiterin für den Bereich nationale Klima- und Energiepolitik. Herzlich willkommen, Frau Langkamp. Können wir einmal klopfen, finde ich. Dann Herr Ingbert Liebing. Der berufliche Lebensweg von Herrn Liebing ist stark durch die Kommunalpolitik geprägt. Erste kommunalpolitische Erfahrungen sammelte er in den 80er und 90er Jahren als Mitglied der Ratsversammlung der Stadt Neumünster im Ehrenamt. Als hauptamtlicher Bürgermeister leitete er von 1996 bis 2005 die Verwaltung der Gemeinde Sylt-Ost. Von 2005 bis 2017 war Herr Liebing Mitglied des Deutschen Bundestages, unter anderem ordentliches Mitglied im Umweltausschuss und von 2013 bis 2017 kommunalpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. 2013 wurde Herr Liebing außerdem zum Bundesvorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU gewählt. 2017 erfolgte die Ernennung zum Staatssekretär und Bevollmächtigten des Landes Schleswig-Holstein beim Bund. Und seit dem 1. April 2020, kein Aprilscherz, ist Herr Ingbert Liebing Hauptgeschäftsführer des Verbandes Kommunaler Unternehmen e.V., kurz VKU. Auch das ist uns gut bekannt. Auch Sie, Herr Liebing, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Bevor wir inhaltlich in das Gespräch einsteigen, einige kurze organisatorische Hinweise. Herr Liebing hat zur Vorbereitung auf das Gespräch zwei Positionspapiere übersandt, welche als Ausschussdrucksachen 2026-16-1 und 2026-16-2 an die Beiratsmitglieder verteilt und auf der Homepage des Beirats veröffentlicht wurden. Die PowerPoint-Präsentation von Frau Langkamp zur heutigen Sitzung werden wir im Nachgang zur Sitzung als Ausschussdrucksache verteilen.
Die Mitglieder des PBNE haben beschlossen, dass das heutige Gespräch im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Die Sitzung wird live auf Kanal 2 übertragen und später in der Mediathek und dann auch auf der Website des Beirats eingestellt. Beide Sachverständige haben sich mit der Übertragung einverstanden erklärt. Von unserem Fachgespräch wird zudem ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Sitzung zur Erstellung des Protokolls mitgeschnitten. Für das Eingangsstatement haben wir den Sachverständigen jeweils ein Zeitfenster von 10 Minuten eingeräumt, das ich Sie bitte möglichst einzuhalten. An die Eingangsstatements werden sich dann eine, vielleicht auch zwei Fragerunden anschließen. Es ist vorgesehen, dass die Fragen im Anschluss an die Fragerunde gemeinsam beantwortet werden. Gegen 19 Uhr würde ich diese öffentliche Sitzung dann gerne beenden. Die Mitglieder des PBNE werden sich dann anschließend noch für eine nicht öffentliche Sitzung ebenfalls in diesem Sitzungsformat mit den gleichen Zugangsdaten zusammenfinden. Ich schaue einmal in die Runde, ob es dazu Redebedarf gibt. Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Vielen Dank. Ja, kommen wir zur Sache. Da wir alphabetisch vorgehen, hat Frau Langkamp den ersten Beitrag. Wir freuen uns sehr auf Ihre Ausführungen, Frau Langkamp. Bitte schön, legen Sie los. Jetzt müssten Sie die Präsentation sehen und mich auch hören können. Ja, wir sehen die Präsentation und wir können Sie gut hören. Wunderbar. Ja, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete, danke auch, Herr Vorsitzender. Ich freue mich sehr, heute vor Ihnen zu sprechen. Und ich wäre noch viel lieber vor Ort gewesen, aber ich bin leicht erkältet und daher nur zugeschaltet. Ich hoffe, dass Sie mir trotzdem gut folgen können. Mein Name ist Stephanie Langkamp und ich vertrete heute die Klimaallianz Deutschland, Bündnis von 140 Organisationen aus allen Bereichen der Gesellschaft, von Kirchen, dem Paritätischen Gesamtverband, dem Deutschen Kulturrat und viele andere. Aber lassen Sie uns gleich einsteigen. Jetzt muss ich wechseln zur Präsentation. Einen Moment. So. Also Sie sehen hier die Entwicklung der Treibhausgasemissionen. Wo stehen wir eigentlich gerade bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen? Da haben Sie hier die schwarz gepunktete Linie, die die Linie des Klimaschutzgesetzes abbildet und 2045 Klimaneutralität anzeigt. Und Sie sehen aber auch, das Klimaschutzgesetz ist nicht kompatibel mit 1,5 Grad, noch nicht mal mit 1,75 Grad. Das wäre hier einmal die blaue und die grüne Linie. Und Sie sehen hier in der rechteckigen schwarzen Linie die Treibhausgasentwicklung laut Projektionsbericht 2021. Und Sie sehen, da klafft mit dem Klimaschutzgesetzfahrt eine riesige Lücke. Und wir haben auch die Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag analysiert. Und auch da ist es so, selbst mit den dort beschlossenen Maßnahmen landen wir in noch keinem Sektor auf Pfad für 2030 laut Klimaschutzgesetz. Für 1,5 Grad wären noch deutlich größere Anstrengungen nötig. Ja, und warum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern und dass wir auch um jedes Zehntel Grad kämpfen? Und wir nähern uns im Grunde jetzt schon Kipppunkten im System, wie das grönländische Eisschild, die Permafrostgebiete. Und wir spüren die Folgen auch schon jetzt hier in Deutschland. Und ich habe Ihnen mal den Dürremonitor mitgebracht vom 2.10.2022. Und da sehen Sie im Grunde, dass die Böden seit der Dürre 2018 im Grunde permanent zu trocken sind. Das heißt, in einer Tiefe von 1,8 Metern ist Deutschland im Oktober in weiten Teilen einer schweren bis außergewöhnlichen Dürre ausgesetzt gewesen. Und wir haben das gespürt in diesem Sommer mit den Bränden in Brandenburg, aber auch in der Sächsischen Schweiz, wo im Grunde große Teile, also wirklich große Teile der Nadelbäume abgestorben oder krank sind. Wenn wir jetzt über die Energiewende reden, dann müssen wir auch über die Bereiche Gebäude und Verkehr reden, wo die Klimaschutzziele
im Grunde bereits in dem Bereich Gebäude bereits im zweiten Jahr gerissen wurden. Und wenn wir uns jetzt hier einmal die Folie des Expertenrats für Klimafragen angucken, dann sieht man, dass sich bei dem Bereich Gebäude zwei Ministerien zumindest viele Gedanken gemacht haben. Die grüne Linie, das ist der Pfad, wie sich die Emissionen mit dem vorgeschlagenen Sofortprogramm entwickeln werden. Und die rote Linie ist der Pfad, der eingehalten werden muss. Das heißt, wir werden noch relativ lange nicht wieder auf den Pfad zurückkehren, aber wir haben zumindest die Chance, mit den vorgelegten Maßnahmen, die jetzt im Sommer vorgelegt wurden, wieder zurück auf den Pfad zu kehren im Jahr 2030. Das natürlich nur unter der Voraussetzung, dass die Maßnahmen auch schnell umgesetzt werden und konkretisiert werden und möglichst auch eine Schippe draufgelegt wird. Das sieht leider beim Verkehr ganz anders aus. Und man kann es im Grunde nur als fahrlässig und Arbeitsverweigerung bezeichnen aus unserer Sicht. Man sieht, dass es da, das ist die grüne Linie, kaum Verbesserungen gibt gegenüber dem Status quo mit den vorgestellten Maßnahmen. Das ist praktisch identisch. Und wenn da jetzt nichts weiter mehr vorgelegt würde, dann hieße das, dass Deutschland praktisch schon im Jahr 2029 im Verkehr klimaneutral werden müsste, weil das im Klimaschutzgesetz vorgesehene Budget sonst aufgebraucht wäre. Das heißt, hier muss man wirklich klar sagen, es handelt sich da um einen Gesetzesbruch. Das Klimaschutzgesetz verlangt Maßnahmen, die in den nächsten Jahren wieder zurück auf den Pfad führen. Und das ist hier auch laut Einschätzung des Expertenrats für Klimafragen nicht gegeben. Wenn wir uns den Ausbau der erneuerbaren Energien angucken, dann ist das so, dass wir hier, dass hier sich erfreulicherweise mit dieser Regierung einiges getan hat. Wir sehen hier noch aus den Vorjahren den großen Einbruch bei den Erneuerbaren, sowohl bei Wind als auch bei Solar. Und Sie sehen aber auch die Herausforderung, nämlich dass der Solarzubau gegenüber den aktuellen Jahre, gegenüber den Jahren zuvor vervierfacht werden müsste und bei Wind sogar versechsfacht. Und wir haben das große Problem, dass die Hürden bei Wind an Land immer noch nicht ausreichend behoben sind. Wir haben aktuell 9.000 Megawatt genehmigte Anlagen und diese Anlagen werden aber nicht gebaut. Und ein Grund ist, dass im Zuge der Inflation und der Lieferengpässe der Bau der Anlagen deutlich teurer geworden sind und die Anlagen zu den damals vorgesehenen Zuschlagwerten bei der Auktion im Grunde nicht wirtschaftlich arbeiten könnten. Das heißt, als die Anlagen ihre Gebote abgegeben haben, da war die Wirtschaftslage schlicht eine andere. Und das Absurde ist, mit diesen 9.000 Megawatt könnten wir das Ziel von 10 Gigawatt Wind in diesem Jahr schon in diesem Jahr fast erreichen und auch einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung der Gaskrise leisten. Eine große Leerstelle ist aus unserer Sicht die Energieeffizienz, und zwar strukturelle Energieeffizienzverbesserungen mittel- und langfristig gedacht. Das heißt, wie können wir eigentlich mittel- und langfristig den Verbrauch von Gas und Energie senken und damit auch die Kosten für die Menschen? Und wir haben leider gerade eine sehr, sehr kurzfristig schauende Politik und die Ursachen werden nicht ausreichend in den Blick genommen. Und ein Problem, was wir gerade erleben weltweit und in Deutschland, sehr verständlicherweise, ist, dass wir einen Run auf Gasfelder haben, auf neue Gasinfrastruktur, die wir aber in dem Umfang, den wir heute planen und mit den Zeiträumen, mit denen wir planen, überhaupt nicht nutzen dürften, wenn wir noch einen lebenswerten Planeten wollen. Und ich möchte auch was zur Gaspreisbremse sagen. Die Menschen brauchen ohne Frage Entlastung. Und es rächt sich gerade unwahrscheinlich, dass wir immer noch keinen Direktauszahlungsmechanismus etabliert haben, wie Österreich ihn heute schon für Entlastung nutzt. Und dass wir in den letzten Jahren auch so außer Acht gelassen haben, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter gewachsen ist. Trotzdem ist das gewählte Instrument
eines der größten fossilen Subventionsprogramme. Und wir müssen uns bewusst sein, dass die Gefahr einer Gasmangellage mit der Gaspreisbremse enorm wächst. Wir werden in eine Situation kommen, in der wir uns in Europa das Gas gegenseitig wegkaufen und wo die Preise auch weiter steigen werden, weil schlicht nicht genug Gas im Markt ist. Also die Gefahr ist wirklich sehr groß. Und wenn man jetzt sich einmal das Instrument anguckt mit Blick auf die soziale Verteilungswirkung oder mit Blick auf den Sparanreiz oder mit Blick auf die Umsetzbarkeit, dann ist es in keinem dieser Bereiche ein besonders gutes Instrument. Was jetzt aus unserer Sicht wichtig ist. Also ganz zentral ist, es braucht ein umfassendes Klimaschutzprogramm für alle Sektoren. Ich habe die Entwürfe mehrfach gesehen, da gibt es Ideen, alle Maßnahmen liegen auf dem Tisch. Und wenn jetzt die Bundesministerien von Herrn Wissing und von Herrn Lindner von der Bremse gehen, dann haben wir da etwas, mit dem wir wirklich bedeutend auch schon mal weiterkommen. Der erneuerbaren Zubau, der muss weiter beschleunigt werden. Das heißt auch, diesen Lieferengpässen und der Inflation Rechnung zu zollen. Das heißt, wenn die Anlagen, die jetzt genehmigt sind, nicht gebaut werden, dann muss man über Instrumente nachdenken. Und das könnte zum Beispiel sein, eine Bürgschaft, ein höherer Zuschlagswert, mit dem die Anlagen wirtschaftlich arbeiten können, ein Baukostenzuschuss oder auch eine Abnahmegarantie für Anlagen, damit der Markt wieder hochläuft und die Windindustrie in den Gang kommt, aber auch solche Fragen, wie dass man Strafzahlungen bei Lieferengpässen aussetzt. Die PV-Ziele müssen angehoben werden, eine Deckelung braucht es nicht und ganz klar braucht stattdessen eine Solardachpflicht bei Sanierung und bei Neubau. Jetzt die letzte Folie und dann bin ich durch. Alle Krisenmaßnahmen, die jetzt kommen, müssen an Klimaschutz gekoppelt werden. Das heißt auch, wir brauchen die nötigen Investitionsmaßnahmen. Das, was wir jetzt in die kurzfristige Krisenbekämpfung stecken, müssen wir eigentlich auch in den Klimaschutz investieren. Und um den Gasverbrauch zu senken, ist aus unserer Sicht ein Energieeffizienzgesetz mit verbindlichen Zielen und Maßnahmen wichtig. Die Mindestenergieeffizienzstandards für die Gebäude sind relevant. Aber gleichzeitig in Abschwächung der Modernisierungsumlage, damit wir keine weiteren sozialen Härten schaffen. Die kommunale Wärmeplanung und die Finanzierung sind hochrelevant. Und wenn wir jetzt Hilfen für Unternehmen herausgeben, dann sollten diese an Energieeffizienzverbesserungen geknüpft werden. Und wenn wir einen Gasausstieg, wenn wir jetzt über neue Gelder und Erschließung von Gasfeldern reden und Gasinfrastruktur, da muss man gleichzeitig auch über den Gasausstieg reden. Das von meiner Seite. Und dann gebe ich jetzt wieder zurück in den Saal. Ja, sehr geehrte Frau Langkamp, ein herzliches Dankeschön für Ihren Input. Das war schon mal ein sehr intensiver erster Aufschlag und ich darf direkt an Herrn Liebing weitergeben. Vielen Dank, Herr Wissner, meine Damen und Herren Abgeordneten. Zunächst sage ich herzlichen Dank, dass Sie mich zu diesem Fachgespräch in dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung für den VKU eingeladen haben unter dem Titel Energiewende und Klimaschutz. Wir als VKU vertreten die Stadtwerke, die kommunalen Unternehmen insgesamt. Und wir verstehen uns als zentrale Akteure für die Energiewende, für den Klimaschutz. Nichts geschieht, wenn es nicht ganz konkret vor Ort geschieht, wenn es nicht dort umgesetzt wird. Und dazu wollen auch kommunale Unternehmen ihren Beitrag leisten. Wir bekennen uns zu den Klimazielen, die die Bundesregierung auch über Regierungswechsel hinweg beschrieben hat, Klimaneutralität. 2045, 65% CO2-Reduktion bis 2030. Wir wissen das zu würdigen, dass Sie diese Rolle der kommunalen Unternehmen mit Ihrer Einladung zu dem heutigen Fachgespräch auch anerkennen. Ich möchte gerne drei Punkte anreißen zum Einstieg und über viele andere Dinge werden wir sicherlich in der Diskussion sprechen können. Ich möchte beschreiben das Engagement der kommunalen Unternehmen im Rahmen und für die Energiewende. Ich möchte auch einen Blick auf die aktuellen Herausforderungen im Rahmen der Energiekrise werfen. Welche Auswirkungen hat das auch auf die Rolle der
Stadtwerke in der Energiewende und würde auch gerne etwas zu unserem Blick auf das Thema der Klimaanpassung sagen, weil zur Klimapolitik beides gehört, der Klimaschutz, aber auch die Anpassung an den bereits stattfindenden Klimawandel. Zunächst zum Engagement der kommunalen Unternehmen im Rahmen der Energiewende. Ich beschreibe die Rolle der Stadtwerke in der Energiewende immer gern die als die der Praktiker und der Pragmatiker. Wir halten uns nicht mit der Diskussion über immer ambitioniertere Zielsetzungen auf, sondern es geht um die ganz konkreten Maßnahmen. Stadtwerke engagieren sich in der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, bei Windparks, bei Photovoltaik, in der Geothermie, in der Wasserkraft, bei Biomasse. Und deswegen hoffen wir auch, dass die von der Bundesregierung initiierten Beschleunigungsmaßnahmen auch tatsächlich Wirkung erzielen. Stadtwerke engagieren sich auch in der Nutzung von erneuerbaren Energien, zum Beispiel im Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur für den Hochlauf der Elektromobilität. Fast jede zweite öffentlich zugängliche Ladesäule ist eine kommunale Einrichtung. Und Stadtwerke engagieren sich für Energieeffizienz in lokalen und regionalen Effizienznetzwerken, aber auch im eigenen Unternehmen. Und Stadtwerke engagieren sich insbesondere im Umbau der Wärmeversorgung. Die Stadtwerke haben einen Marktanteil von etwa 80% der leitungsgebundenen Fernwärmeversorgung. Und gerade hier liegt noch ein besonderer Brocken vor uns. Noch 85% der Dekarbonisierung müssen erreicht werden. Wir werben für das Instrument der kommunalen Wärmeplanung, um ausgehend von unterschiedlichen Verhältnissen vor Ort die differenzierten Potenziale auch nutzbar zu machen. Das wird sicherlich vielfach die Elektrifizierung mit Wärmepumpe sein, aber das kann auch Fernwärme sein, die unterschiedliche Energieträger nutzt, noch Erdgas, aber künftig CO2-freie Gase, Wasserstoff oder Geothermie oder industrielle Abwärme. Oder das kann auch Wasserstoff sein, das fossiles Erdgas in den Gasnetzen ersetzt. Und wir setzen dabei insbesondere auf Lösungen im Quartier. Ein wichtiges Instrument ist das Förderprogramm BEW, Bundesprogramm Effiziente Wärmenetze. Das Programm unterstützt die Investitionen in den Ausbau der Fernwärme. Es hat lange gedauert, auch die Notifizierung bei der EU hat lange gedauert. Jetzt ist das Programm da, aber leider begrenzt bis zum Jahr 2026 und mit 3 Milliarden deutlich unterfinanziert. Wir werben dafür, das Programm auf 10 Jahre auszudehnen und mit mindestens 2 Milliarden pro Jahr auszustatten, weil hier ein großer Handlungsbedarf gegeben ist. Ich könnte weitere Punkte anfügen. Über die Wärmelieferverordnung können wir sprechen, die den Ausbau der Wärmenetze behindert, weil sie die Kostenneutralität vorschreibt, aber nur rückwärtsgewandt und die bevorstehenden Kosten bei Öl und Gas außen vor lässt. Damit ist eine CO2-freie, eine klimaneutralere Fernwärmeversorgung nicht wettbewerbsfähig. Hier werben wir auch für konkrete Änderungen im Rechtsrahmen. Die aktuelle Energiekrise setzt Energieversorgung insgesamt unter Druck. Versorgungssicherheit jeden Tag rund um die Uhr zu gewährleisten, das war immer der Anspruch der Stadtwerke und das ist auch gut gelungen. Um Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, muss fossiles Erdgas mehr und mehr durch fossile andere Energieträger, Öl und Kohle, ersetzt werden. Das ist bitter, aber lässt sich aktuell leider nicht vermeiden. Und umso wichtiger ist es, den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern zu forcieren. Also mehr, nicht weniger erneuerbare Energien. Aber dies erfordert gewaltige Investitionen. Die Stadtwerke würden dazu gerne ihren Beitrag leisten, aber deshalb treibt uns im Moment eine ganz große Sorge um. Die Stadtwerke kommen aktuell an die Grenzen ihrer Liquidität, weil sie zum Ankauf von Gas das 8-fache, das 10-fache und wir haben auch schon das 15-fache des früher üblichen Preises gesehen. Das müssen sie vorfinanzieren, bevor sie Gas an ihre Kunden weiter liefern und von denen bezahlt werden. Aber die Banken haben auch ihr Limit. Stadtwerken geht die Liquidität aus. Und so bekommen zunehmend insbesondere Wirtschaftsunternehmen Probleme, Anschlussverträge zu erhalten, selbst dann, wenn sie überhaupt die höheren Preise bezahlen könnten.
weil Stadtwerke keine Lieferverträge mehr anbieten können, mangels eigener Liquidität. Das ist kein Problem der physischen Verfügbarkeit von Gas, sondern Ergebnis der Marktlage. Hinzu kommen auch die gestiegenen Anforderungen, Sicherheit im Terminhandel zu hinterlegen, an der Börse, aber auch im außerbörslichen Handel. Das alles bindet gewaltige Liquidität. Deswegen werben wir seit Monaten für einen Schutzschirm für Stadtwerke, der insbesondere Liquiditätshilfe beinhalten muss, staatliche oder staatlich garantierte Kredite. Was passiert, wenn das nicht kommt? Dann werden sich die Stadtwerke auf ihr Kerngeschäft konzentrieren müssen und selbst das schon nicht vollumfänglich liefern können, nämlich den Energiehandel, die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Aber dann bleibt keine Liquidität mehr übrig, auch keine Kreditmarge mehr bei den Banken übrig für Investitionen in die Energiewende, in Erzeugungsanlagen oder in den Ausbau der Wärmenetze, in Investitionen in Energieeffizienz. Und dann fallen die Stadtwerke als Partner der Energiewende faktisch aus. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte im Frühjahr die kommunalen Spitzenverbände und den VKU gebeten, engagiert euch für die Energiewende. Ich brauche euch, war sein Signal, ich brauche das kommunale Engagement für die Energiewende. Wir wollen das gerne leisten, aber dafür brauchen wir auch die Unterstützung der Bundesregierung für die Sicherstellung der Liquidität. Wenn das nicht gelöst wird, dann fallen die Stadtwerke definitiv als Partner für die Energiewende aus. Denn schon heute erleben wir, dass Investitionsvorhaben zumindest noch mal dreimal geprüft werden, teilweise auf Eis gelegt werden. Und auch Banken sind zunehmend zurückhaltender bei ihrem Engagement in der Energiewirtschaft. Deshalb ist hier hoher Handlungsbedarf gegeben. Ein dritter Punkt, Klimaanpassung. Das gehört zur Klimapolitik mit dazu. Wir haben eben von Frau Langkamp auch schon die Hinweise auf Dürrejahre erlebt. Innerhalb von den letzten 5 Jahren 4 Dürrejahre und das eine Jahr mit Starkregenereignissen Ahrtal, Nordrhein-Westfalen, das war ja nicht besser. Wir erleben diese Folgen insbesondere in der Wasserwirtschaft und die kommunalen Wasserversorger kümmern sich deshalb um den Umbau der Wasserwirtschaft, der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung, um sie klimaresilienter zu machen. Ich nenne nur die Stichworte Schwammstadt mit mehr Aufnahmekapazität von Wasser in den Städten, verstärkte Brauchwassernutzung, um Trinkwasserressourcen nachhaltiger zu bewirtschaften und mehr Verbundkapazitäten. Aber auch das erfordert alles einen hohen Investitionsaufwand, den wir leisten müssen, um diese Klimavorsorge in der Wasserwirtschaft zu leisten. Und auch dafür brauchen wir Liquiditätsunterstützung. Insofern hängt alles miteinander zusammen. Ich freue mich, über diese oder andere Sie interessierende Punkte in der Diskussion weiter sprechen zu können. Zunächst sage ich erstmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Liebing. Auch das ja ein vehementes Statement für den Ausbau der erneuerbaren Energien, wenn er auch, wie wir auch im Vortrag vorher schon gehört haben, immer noch mit zahlreichen Schwierigkeiten behaftet ist. Wir steigen jetzt in die erste Fragerunde ein und ich schaue mal in die Runde. Ich sehe die ersten Wortmeldungen und ich rufe mal in der Reihenfolge auf Herr Wagner, Frau Dr. Kersten, Herr Echeverria, Herr Dr. Kraft, Herr Meyerlei und Herr Gerschau. Bitte in dieser Reihenfolge. Ja, vielen Dank an Sie beide und besonders auch Frau Langkamp für Ihren Vortrag, den ich sehr informativ fand. Aber ich will Ihnen auch die Emotionen schildern, die Ihr Vortrag am ehesten bei mir ausgelöst hat, nämlich Angst. Es hat mir wirklich Angst gemacht, diese Prognosen zu sehen und dass wir anscheinend so weit entfernt sind davon, das 1,5-Grad-Ziel einzureichen, unsere Klimaziele zu erreichen und in zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Und ja, ich bin entsetzt darüber und werde noch mal die Frage an Sie stellen, will ich stellen, welche Maßnahmen denn jetzt aus Ihrer Perspektive vielleicht kurzfristig zu tätigen wären, um möglichst nah an diesen 1,5 Grad heranzukommen. Vielleicht können Sie auch beschreiben,
Ja, gerade die Sektoren, die Sie angesprochen haben, hatten, glaube ich, Bauen und Verkehr, aber auch Landwirtschaft, welche Maßnahmen dann die notwendigen sind und wie Sie aus Ihrer Perspektive, wo Sie die größten Hürden und Hindernisse sehen, sozusagen. Sind es eher technischer Natur, teilweise ist es ja gesellschaftlich. Wo, glauben Sie, sind die größten Hürden? Das wäre für mich als politischen Entscheidungsträger, glaube ich, relevant, um dann auch die Hebel zu finden, weil wir laufen hier auf eine Katastrophe zu und das, glaube ich, ist dramatisch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wagner. Jetzt Frau Dr. Kersten. Ja, ich möchte mich auch bedanken für die sehr informativen Vorträge. Und meine Frage ginge an Frau Langkamp. Wir haben ja im Prinzip in Deutschland schon Schwierigkeiten, unsere Ziele zu erreichen, aber wir müssen ja auch global denken. Und da ist der UN-Klimagipfel in Kopenhagen. Da haben wir versprochen, bis 2020 auf 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr die Klimafinanzierung anzuheben und dafür Mittel aus öffentlichen, privaten und alternativen Quellen zu mobilisieren. Festgehalten wurde auch, dass das 100 Milliarden Dollar Ziel bis 2025 gehalten wird. Wie beurteilen Sie die derzeitigen Bemühungen Deutschlands im Kontext dieser internationalen Klimafinanzierung? Dankeschön. Herr Echeverria. Ja, dem Dank meines Vorredners, meiner Vorrednerin kann ich mich noch anschließen. In allererster Linie geht meine Frage an Herrn Liebing. Und zwar, Sie haben sehr viel über Liquidität gesprochen, über Geld gesprochen letztendlich. In Teilen dieser Republik ist es so, dass die Städte de facto überschuldet sind, selber kaum ihre Kernaufgaben noch hinkriegen. Und da ist die ganz große Frage, ich gebe Ihnen komplett recht, dass der Schlüssel, den Klimawandel aufzuhalten bzw. das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und auch die Klimaanpassung umzusetzen, in den Kommunen liegt. Aber ich stelle mir gerade halt die Frage, wie das gehen soll, wenn nichts da, wenn keine Geldmittel vor Ort vorhanden sind durch die gestiegenen Kosten, durch die derzeitige Krise werden ja auch die Städte gebeutelt. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet. Bei mir fragen die Bürgermeister jetzt schon, wie sie das alles zahlen sollen. Und daher meine Frage. Ist aus Ihrer Sicht das überhaupt kommunal umsetzbar, wenn wir uns nicht a. um die Altschulden kümmern, aber auch b. überhaupt über die Frage unterhalten müssen, wie kriegen wir die Kommunen auf finanziell stabile Beine gestellt? Weil ohne die Kommunen sehe ich nicht die Chance, dass wir diesen Klimawandel auf 1,5 Grad beschränken. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt Herr Dr. Kraft. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Schönen Dank für die Vorträge, für die informativen. Ich muss feststellen, Sie haben sehr, sehr viel gesagt zum Thema Klimaschutz, aber eigentlich das nachhaltige Ziel für nachhaltige Energie auf der Welt, Nachhaltigkeitsziel 7, das haben Sie, wenn überhaupt, nur sehr rudimentär gestreift, wie denn die Versorgung mit Energie für die Bevölkerung statt sein wollen. Den Herrn Liebing würde ich gerne fragen, da Sie ja gesagt haben, Sie wollen auf eine Wasserstoffversorgung im Gasnetz umstellen. Ist Ihnen bewusst, dass das derzeitige Erdgasnetz eigentlich nicht in der Lage ist, einen kompletten Umstieg auf Wasserstoff zu verkraften? Es ist dafür überhaupt nicht geeignet in seiner Infrastruktur. Es müsste komplett ersetzt werden. Das heißt, die ganzen 500.000 Kilometer müssten umgebaut werden. Das ist das Erste. Und an die Frau Langkamp hätte ich dann die Fragen, da Sie ja ganz richtig gesagt haben, dass Sie sehr stark auf Wind eben setzen wollen. Sie haben die Ausbaupläne hier schön dargelegt und dass das nicht mehr im Rande der Wirtschaftlichkeit ist. Welche Standorte haben Sie denn dafür vorgesehen? Es ist ja so, dass in der mittleren Windgeschwindigkeit die süddeutschen Standorte, also da, wo ich herkomme, ungefähr die halbe Windgeschwindigkeit haben wie die guten Standorte an der Küste. Und mit der halben Windgeschwindigkeit geht ein Viertel der Energie einher und damit im Prinzip ein Viertel des Ertrages, also der Kilowattstunden, die man pro Jahr aus einer Anlage abziehen könnte. Wollen Sie also diese 9 Gigawatt, die Sie zubauen wollen, sind das jetzt Standorte, die Sie paritätisch verteilen wollen über das Land oder wollen Sie die guten Standorte? Aber was ist, wenn die guten Standorte schon belegt sind? Dann bleiben ja nur die schlechteren übrig. Und die Frage ist auch, wie Sie das, was Sie mit PV und Photovoltaik hier an Mengen erzeugen, wie Sie das in die Zeit hinüber retten wollen, in der die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Berechnungen der Wirtschaft gehen davon aus, dass man ungefähr 150 bis 180 Pumpspeicherwerke von der Größe Goldestals bräuchte, wenn man das in Pumpspeicherkraftwerken macht. Also wo bauen wir diese hin? Wenn Sie es anders machen wollen mit Wasserstoff, dann ist die Frage, wo kriegen Sie diese Mengen her? Und wenn Sie sie
nicht den Wasserstoff importieren wollen, sondern mit Ammoniak. Wie groß ist der Ammoniak-Schlupf, mit dem Sie rechnen? Also wie viel Ammoniak geht auf dem Transport verloren und entweicht in die Umwelt und wird dort zu Lachgas oxidiert, das nach Angaben des Umweltbundesamtes eine 300-mal höhere Treibhausgaswirkung hat wie CO2? Ist das auch in Ihren Berechnungen hier in Ihrer Roadmap der THGs aufgezeichnet? Das wären die Fragen, die mich da interessieren. Dankeschön. Vielen Dank. Dann Herr Meyer-Ley, bitte. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an beide Referenten für ihre wertvolle Zeit heute Abend. Frau Langkamp, das war ja schon ein Vortrag. Energiewende kompakt war sehr anschaulich. Vielen Dank dafür. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie in Ihrem Vortrag auch kurz erwähnt, dass selbst in diesem Jahr deutliche weitere Ausbaumöglichkeiten für Erneuerbare bestehen würden. Wenn ich Sie da richtig verstanden habe, würden Sie dazu bitte nochmals etwas konkretere Ausführungen machen. Und Herr Liebing, vielen Dank auch für Ihre kommunale Sicht. In Ihrem Positionspapier habe ich gelesen, dass Sie sich gerade beim Ausbau der Windkraft eine stärkere Beteiligung von Bürgern und Kommunen wünschen würden. Wie könnte denn diese aussehen? Da würde ich mich auch über eine Antwort freuen. Danke. Und zum Abschluss der ersten Fragerunde, Herr Gerschau. Ja, meine Frage geht an Frau Langkamp. Sie sagen, es ist sicher, dass es zu einer Gasmangellage kommen wird. Die Länder werden sich gegenseitig überbieten, haben Sie gesagt, sprich der Gaspreis wird eher steigen. Welche Chancen sehen Sie denn, wenn wir dann im Jahr 2023 den Bruttozubau von Photovoltaik durch Förderprogramme erheblich erhöhen? Oder gibt es der Markt gar nicht her, dass wir über diesen Bruttozubau überhaupt nachdenken wegen Knappheit an Photovoltaik? Technik, und das bezieht sich genauso auch auf den Bruttozubau von Windenergie. Haben wir überhaupt eine Chance, wenn wir es wollten, den Bruttozubau erheblich zu erhöhen? Oder macht uns die Produktionsknappheit einen Strich durch die Rechnung? Vielen Dank. Das ist eine ganz ordentliche Spannbreite an Fragen. Ich schlage vor, dass wir bei der Beantwortung diesmal in umgekehrter Reihenfolge vorgehen, wenn Sie nichts dagegen haben. Und deswegen würde ich erst mal Herrn Liebing um die Antworten bitten. Vielen Dank, soweit die Fragen an mich gerichtet worden sind. Zunächst auch zu der mehrfach gestellten Frage, welche Aussichten haben wir auf Beschleunigung? Es ist auch von Frau Langkamp darauf hingewiesen worden, dass es Probleme in den Lieferketten gibt, die Inflation den Unternehmen beim Ausbau Probleme bereitet. Ich möchte auch auf den Faktor Mensch, Arbeitskräfte, Arbeitskräftemangel verweisen. Das erleben wir jedenfalls auch in den Unternehmen, dass es immer schwieriger wird, die Projekte der Transformation überhaupt praktisch umzusetzen, weil die Unternehmen keine Baukapazität mehr haben, wenn es um Leitungsausbau geht, um Netzausbau und Ähnliches. Deswegen werben wir auch hier für eine Kampagne, um Personal für die Energiewendeberufe zu gewinnen. Lösungen gibt es, aber wichtig ist, dass wir uns diesem Thema auch mit widmen. Ausdrücklich Dank sage ich an Herrn Schweria für sein Plädoyer für die Rolle der Kommunen. Nichts geht ohne kommunales Engagement. Ich kann Sie nur ermuntern, auch die Unterstützung so zu setzen, dass die Kommunen selber, aber auch die kommunalen Unternehmen ihr Engagement für die Energiewende wahrnehmen können. Sowohl die Städte und Gemeinden, Landkreise, aber auch wir als kommunale Unternehmen, als Stadtwerke wollen, ja. Aber ich habe die wesentliche größte Herausforderung, vor der wir im Moment stehen, geschildert. Die Energiekrise bindet so viel Liquidität, dass das Investitionsvolumen in Gefahr gerät. Und deswegen ist die dringliche Bitte, hier über Liquiditätshilfen dafür zu sorgen, dass auch noch Investitionskraft übrig bleibt. Was die Rolle von Wasserstoff anbelangt, so sind wir schon der Auffassung, dass hier ein großes Potenzial liegt. Es ist nicht unsere Auffassung, dass wir komplett alles das, was zurzeit in der dezentralen Wärmeversorgung mit fossilem Erdgas über die Erdgasverteilnetze durch Wasserstoff ersetzt werden kann. Aber die kommunale Wärmeplanung soll das Instrument sein, um zielgerichtet je nach örtlicher Situation zu untersuchen, was ist die richtige Lösung. Ist es Fernwärme oder ist es die Elektrifizierung über Wärmepumpen? Aber eine Option kann unserer Auffassung nach eben auch der Ersatz von fossilem Erdgas
durch CO2-freie synthetische Gase, insbesondere auch durch Wasserstoff sein. Das Erdgasnetz ist dafür eine gute Infrastruktur. Ich weiß nicht, woher Sie, Herr Abgeordneter Kraft, zu der Einschätzung kommen, dass die Gasnetze dazu nicht in der Lage wären und ein Komplettaustausch notwendig wäre. Schon heute wird ja eine Beimischung praktiziert. Bis zu 10% ist es auch zulässig. Es gibt weitere Versuche, auf 20, auf 30% zu gehen. Die Einschätzung der Gasnetzbetreiber ist, dass hier sehr viel mehr möglich ist. Und wenn man das nicht will, dann muss es durch andere Infrastrukturen ja auch ersetzt werden. Die Nutzung von Wärmepumpen erfordert dann einen deutlichen Ausbau der Stromnetze, ohne das gelingt das auch nicht, und den Ausbau der Stromerzeugungskapazitäten. Wie auch immer, wir stehen vor der Aufgabe, das fossile Gas zu ersetzen, und da kann eben Wasserstoff auch in der dezentralen Wärmeversorgung für uns eine Option sein. Letzter Punkt war die Frage an mich, Bürgerbeteiligung. Ich glaube, dass darin ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg liegt. Ich selber komme aus Nordfriesland. Da sind über 90% der Windparks in vollständigem Eigentum der Einwohnerinnen und Einwohner der jeweiligen Gemeinden. Das ist Bürgerbeteiligung pur. Sicherlich nicht das Geschäftsmodell für Stadtwerke. Aber was ist die Konsequenz? Ich kenne keine andere Region in Deutschland, wo die Windkraftdichte so groß und gleichzeitig die Akzeptanz in der Bevölkerung so groß ist wie dort aufgrund der hohen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Ich habe als Abgeordneter seinerzeit in meinem Wahlkreis mehr Ärger mit den Bürgermeistern gehabt, die keine zusätzlichen Windeignungsflächen bekommen haben, als mit denjenigen, die sie bekommen haben. Sicherlich gab es auch strittige Projekte, aber es ist ein Schlüssel zum Erfolg, die Bürgerbeteiligung, und die Stadtwerke haben dafür auch Konzepte aufgesetzt. Es gibt Mischformen, wo dann eben tatsächlich auch das Stadtwerk eine breite Bürgerbeteiligung mit ermöglicht, aber dann eben das Management der Projekte darstellt. Ich kann Sie nur ermuntern, auch dazu den Rechtsrahmen nachzuschärfen und diese Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten für den Ausbau der Windkraft noch zu verbessern. Vielen Dank. Danke, Herr Liebing. Und damit sind wir bei Frau Langkamp angekommen. Bitte schön. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Ich versuche mal auf alles einzugehen. Also erstmal zu der Frage nach der Erneuerbaren und den Standorten und ob die auch in Süddeutschland in dem Maße ausgebaut werden müssen. Da kann ich einfach nur sagen, klar ist der Windertrag an einigen Stellen in Süddeutschland deutlich geringer. Trotzdem haben wir im Moment nicht die Chance auszuwählen zwischen Standorten. Es muss jeder Standort genutzt werden. Und wir haben ja auch nicht ohne Grund das Flächenziel von 2% beschlossen. Das heißt, es ist jetzt wirklich wichtig, dass jedes Bundesland guckt, wo Windstandorte ausgewiesen werden können. Wir haben bei den Mengen, die wir zubauen müssen, nicht die Wahl. Wir müssen alles maximal ausschöpfen. Und klar ist auch, dass es Speicher braucht. Es ist genau richtig. Und ich denke dabei auch an dezentrale Speicher wie Batterien und einen Ausbau der Netze natürlich. Wir müssen das Ganze immer auch im europäischen Verbund betrachten. Das heißt, alle Partner in Europa müssen die Hausaufgaben machen. Und wir haben tatsächlich auch das Problem von Ammoniak-Schlupf, genauso wie wir auch jetzt in den Gasnetzen das Problem haben, dass eine viel größere Menge an Methan entweicht, als wir uns vorstellen. Das heißt, diese regelmäßige Wartung der Netze ist, glaube ich, da auch ein ganz wichtiger Punkt. Was die Chancen angeht, den Bruttozubau bei Photovoltaik zu erreichen, so ist das ganz klar eine Herausforderung. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht herumreden. Aber was sich jetzt gerade auch mit dieser Krise tut vor Ort, ist wirklich auch ein Umdenken bei vielen Leuten. Also das Interesse für Wärmepumpen, das Interesse für Photovoltaik ist angesichts der Krise stark gestiegen. Und wir haben an vielen Stellen eine Auslastung der Handwerker.
Das ist jetzt auch eine Frage, wie man den Markt hochlaufen lässt. Und ich hatte gerade schon auch gesprochen, dass zum Beispiel bei Wind so eine Abnahmegarantie für Anlagen ein interessantes Instrument wäre, damit eben die Windindustrie wieder in die Gänge kommt und da die entsprechenden Anlagen baut. Und gleiches wäre vielleicht auch in dem Bereich Photovoltaik angesagt. Bei Wind hatte ich ja gesprochen von diesen 9000 Megawatt, die im Grunde jetzt schon genehmigt sind. Davon sind 3000 Repowering und 6000 im Grunde Zubau. Aber sie werden eben nicht gebaut wegen der schlechten wirtschaftlichen Aussichten, weil es sich nicht lohnt. Und da ist eben die Frage, kann man durch einen Baukostenzuschuss oder durch eine nachträgliche Erhöhung des Zuschlagswerts oder durch irgendwelche Garantien zum Beispiel anreizen, dass diese Anlagen in den Bau kommen. Das wäre ja ganz zentral, damit wir jetzt auch wirklich schnell in eine Situation kommen, wo Gas gespart werden kann. Und natürlich dauert so ein Bau auch seine Zeit. Die würden jetzt nicht in diesem Jahr mehr gebaut werden, aber sie könnten uns für den nächsten Winter helfen, wenn wir da jetzt in die Gänge kommen. Weil die Genehmigungen, die haben ja wirklich in den letzten Jahren unendlich lange gedauert. Und dass wir da jetzt schon genehmigte Anlagen haben, die aber nicht gebaut werden, das ist ein Problem, an das wir unbedingt ran müssen. Und ja, ich hatte auch was zur Gasmangellage gesagt. Ich sehe tatsächlich die Gefahr, dass wir dann am Ende des Winters in einen Notstand kommen, wo nicht mehr ausreichend Gas im Markt vorhanden ist und wo dann Industrien oder auch Verbraucher per Dekret heruntergeregelt werden müssen. Und das ist ja etwas, was wir unbedingt verhindern müssen. Das heißt, da fand ich eigentlich den Ansatz von der Kommission, einen Teil der Gesamtrechnung zu nehmen, viel, viel schlauer, als jetzt das Signal zu geben, dass der Preis gedeckelt ist, weil das verringert einfach de facto den Sparanreiz. Und wenn man vielleicht einen Teil der Gesamtrechnung für die Energiekosten übernehmen würde, dann wäre das nochmal losgelöster und zielgenauer. Und bei der Industrie wäre mein Plädoyer immer auch mit Direkthilfen zu arbeiten. Das sind wir aus der Covid-Pandemie, haben wir da viele Erfahrungen mit bekommen. Was die Frage der UN, also des Weltklimagipfels angeht in Ägypten, so sehe ich auch die Frage der Klimafinanzierung für ganz entscheidend an. Wir brauchen gerade in dieser Zeit eine Zusammenarbeit von den Ländern und eine gute Kooperation. Und das bedeutet, dass solche Zusagen auch eingehalten werden müssen. Und ich hatte von der Herausforderung gesprochen, dass wir im Grunde viele Investitionen brauchen werden für den Klimaschutz. Und die Zusagen für die internationale Klimafinanzierung ist ein Teil. Der andere Teil, den hatte Herr Liebig gerade auch nochmal mit benannt. Auch die Stadtwerke sind jetzt gerade in einer schwierigen Situation. Deswegen ist es schwierig, wenn wir mit sehr ungenauen Instrumenten sehr, sehr viele Milliarden nach außen geben. Und es ist auch schwierig, wenn wir nicht gleichzeitig über Einnahmen denken, durch veränderte Steuersysteme, eine Vermögensabgabe, eine Vermögenssteuer, durch eine Erbschaftssteuer, durch Übergewinnsteuerung. Also das sind Themen, die wir offen diskutieren müssen, weil natürlich haben wir nicht unbegrenzt Geld. Und das andere, die letzte Frage, die Angst anging, da kann ich sagen, das kann einem Angst machen. Das macht auch mir Angst. Und das ist, glaube ich, ein berechtigtes Gefühl angesichts der Lage, in der wir uns befinden. Und woran wir uns aber gleichzeitig auch erinnern können, ist, dass wir mächtig sind und dass wir gerade in den letzten Jahren uns mit einer enormen Geschwindigkeit entwickelt haben. Wie der Klimadiskurs sich in den letzten 5 Jahren entwickelt hat, das habe ich in den letzten 20 Jahren nicht gesehen. Und ich bin wirklich auch schon lange an dem Thema dran. Das heißt, ich habe durchaus den Glauben, dass uns das gelingen kann mit der entsprechenden Umsichtigkeit und Entschlossenheit. Und um ein paar Dinge zu benennen, die da gemacht werden müssen, das ist im Landwirtschaftsbereich ganz klar die Reduzierung des Tierbestands.
Und das kann zum Beispiel auch durch eine Mehrwertsteuersenkung bei pflanzlichen Lebensmitteln passieren und durch eine Mehrwertsteuererhöhung bei tierischen Produkten. Das ist auch gut für die Gesundheit. Das kann passieren durch eine Verstetigung der Maßnahmen von dem Heizungscheck, weil jede Heizung kann deutlich effizienter gefahren werden, als in der Regel gefahren wird. Und ganz essentiell ist im Gebäudebereich aber, dass wir im Grunde für jedes Gebäude einen Sanierungsfahrplan erstellen, wie dieser dann spätestens in 2045, aber besser noch früher klimaneutral betrieben werden kann und mit den entsprechenden Förderprogrammen, aber auch mit Mindestenergieeffizienzstandards, weil die sehr ineffizienten Gebäude machen im Grunde einen sehr, sehr großen Teil des Verbrauchers aus. Und wenn wir an die rangehen, verpflichtend, aber gleichzeitig auch auf eine soziale Weise, dann sind wir zum Beispiel im Gasverbrauch auch verbunden damit, dass wir ja bald ein Verbot für rein fossile Gas- und Ölheizungen haben, wirklich ein Stück weiter. Und was den Verkehr angeht, ganz klar, kurzfristig ein Tempolimit, richtig und wichtig. Aber es geht auch um den Umbau der Städte, die Veränderung der Straßenverkehrsordnung, dass Kommunen selber auch viel mehr Möglichkeiten haben, Alternativen aufzubauen. Und was man aber ganz klar sagen muss, man braucht da auch die nötigen Investitionen, gerade im Verkehr, gerade im Gebäudesektor. Das heißt, es wird da auch öffentliche Mittel brauchen und die Umlenkung von privaten Mitteln. Und dann gilt es eben auch ganz klar, Anreize für verbrauchsstarke Autos jetzt so schnell wie möglich abzuschaffen. Und dazu gehört eine veränderte Kfz-Steuer. Dazu gehört also ein Bonus-Malus-System. Dazu gehört eine Abschaffung des Dienstwagenprivilegs in der Form oder eine Abschaffung umweltschädlicher Subventionen insgesamt. Und wenn uns das gelingt, wir haben ganz viele Ideen und ich glaube auch, dass wir die umsetzen können. Und wir tun jetzt gut daran, das auch in Angriff zu nehmen. Vielen Dank, Frau Langkamp. Das waren auch wieder zahllose Stichworte, über die wir auch noch weiter diskutieren könnten. Ich habe ja gesagt, 1 bis 2 Fragerunden mit Blick auf die Uhr würde ich keine zweite komplette Fragerunde zulassen wollen. Aber was, denke ich, gehen kann, ist, wenn es Nachfragen gibt zu den Antworten, wenn Aspekte aus Ihrer Sicht nicht ausreichend beantwortet worden sind oder wenn es Nachfragen gibt, die jetzt, ich sag mal, ganz sozusagen brandaktuell zu dem passen, was geantwortet worden ist. Dann würde ich die wohl auch zulassen. Ich sehe jetzt 2, 3, 4, 5. Okay. 1 Minute, bitte begrenzen Sie sich. Herr Brinkhaus beginnt. Wir gehen diesmal so rum. Ja, 2 Fragen an Frau Langkamp. Erste Frage: Können Sie das, dass sich Windkraftanlagen nicht mehr lohnen? Da wären wir sehr daran interessiert, wenn Sie da Berechnungen haben und Unterlagen haben, dass Sie das gegebenenfalls auch einfach dem Beirat hier schriftlich nachreichen. Das ist eine sehr interessante Feststellung. Die zweite Sache ist, wir verhandeln ja momentan auf europäischer Ebene über marktwirtschaftliche Elemente. Das heißt also, wir wollen den ETS auch ausdehnen auf die Bereiche Mobilität und Gebäude. Vielleicht können Sie da aus Ihrer Sicht auch noch was zu sagen. Vielen Dank. Super, danke schön, Herr Dr. Kraft. Ja, Sie hatten, Frau Dr. Langkamp, Sie hatten angesprochen die dezentrale Energiespeicherung. Das heißt natürlich, dass die Bürger mit ihrem eigenen Speicher das Netz unterstützen. Batterien haben eine endliche Lebenszeit, das heißt, jede Zyklusbenutzung vernichtet einen Wert des Bürgers. Inwiefern haben Sie vor, dass Sie die Bürger für diese Speicherleistung entlohnen? Danke schön, Herr Echeverria. Herr Liebig, ich hätte noch mal die Frage. Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie eigentlich wollen, dass weitere Kredite, Liquidität an die Städte gegeben wird. Aber wie machen wir es bei Städten, die schon überschuldet sind und wo ein Eigenanteil halt schon ein riesiges Problem ist? Das würde mich mal interessieren. Danke schön, Herr Wagner. Frau Langkamp, noch mal eine Nachfrage. Wenn man sich anguckt, dass wir ja nur über Strom sozusagen nachhaltig Energie herstellen können, wenn wir keine Fossilien mehr verbrennen möchten, und sich gerade anguckt, wie viel Energie wir gerade aus nachhaltigem Strom erzeugen, dann sind das, glaube ich, auf den Gesamtenergieverbrauch in Deutschland ungefähr 6 bis 7%, die wir aus Erneuerbaren unter ganzen erzeugen, also für den gesamten Energieverbrauch. Beim Strom ist es mehr, aber wir brauchen ja noch andere Energie. Halten Sie es für realistisch, dass wir wirklich
100% oder sogar eine Steigerung des heutigen Energieverbrauches mit erneuerbaren Energien herstellen können, sozusagen? Oder würde das auch wieder Importe sozusagen einschließen? Oder sagen Sie, wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir den Gesamtenergieverbrauch sozusagen senken können? Und wenn ja, um wie viele? Gibt es da Berechnungen oder Szenarien, die Sie für realistisch halten? Vielen Dank. Vielen Dank und mit der Bitte um eine kompakte Beantwortung, sage ich jetzt mal. Und ich würde bei Frau Langkamp wieder beginnen. Ja, vielen Dank. Also das eine war die Frage mit Blick auf den ETS, den auszugehen. Also es ist sicherlich sinnvoll, auch CO2-Emissionen im Bereich Gebäude und Verkehr mit einem Preis zu versetzen. Aber es kann, und das zeigt ja auch die jetzige Situation, nicht das einzige Instrument sein. Das heißt, es muss immer einen Instrumentenmix geben, weil es sonst eben zu sozialen Verwerfungen kommt. Das merken wir, denke ich, jetzt auch in diesem Moment sehr deutlich. Und in Europa ist es ja leider so, dass dieses Instrument jetzt sehr spät kommen wird und auch gar nicht für die Privatverbraucher, sondern erstmal nur für die Gewerbe. Und eines der Probleme war, dass Deutschland sich nicht an einem Sozialfonds beteiligen wollte, mit dem eben auch gegen die sozialen Härten, die dann dabei auftreten könnten, entgegengewirkt wird. Was die Batterien angeht und Speicherleistung zu entlohnen, da haben wir selber keine Position zu. Das kann immer Sinn machen, also um bestimmte Technologien Anschub zu finanzieren. Man kann auch darüber nachdenken, Abwärme, also die jetzige Abwärme, die überall vorhanden ist. Wir müssen ja auch erneuerbare Wärme im Grunde viel stärker nutzen, gerade wenn wir jetzt umsteigen von Gas auf die Nutzung von erneuerbaren Wärme und Abwärmepotenzialen. Und man kann auch darüber nachdenken, dass man ein Einspeisegesetz für Abwärme macht, zum Beispiel. Also das sind alles Möglichkeiten, die man diskutieren kann. Und was den Stromverbrauch am Gesamtmix angeht, sind, glaube ich, so wie ich das in Erinnerung habe, 17%, die wir derzeit haben. Oder über 17% schon. Aber es ist tatsächlich natürlich gemessen am Gesamtverbrauch deutlich weniger als im Strombereich, wo wir bereits die Hälfte durch erneuerbare Energien haben. Das heißt, man muss ganz klar mit einer Senkung des Energieverbrauchs arbeiten. Ich hatte ja gerade auch schon die Bereiche genannt, Gebäude, Mindestenergieeffizienzstandards für die schlechtesten Gebäude, weniger verbrauchsstarke Autos, Umstieg auf Alternativen weg vom Individualverkehr. Das sind alles wichtige Punkte, um insgesamt den Energieverbrauch zu reduzieren. Und gerne gucke ich auch nochmal, dass ich da schriftlich was zusammenstelle, was die Erneuerbaren angeht und versuche das nachzureichen. Das werden wir diese Woche sicherlich nicht schaffen, weil wir gerade zeitlich eingebunden sind. Aber ich hoffe, dass ich das zur nächsten Woche nachreichen kann. Vielen Dank. Und als Abschluss, Herr Liebing, nochmal mit der kompakten Beantwortung der Nachfragen. Zunächst zu der Frage von Herrn Escheveria. Was tun wir bei den überschuldeten Kommunen? Das eine wäre auch seitens des Bundes das, was im Koalitionsvertrag steht, eine Altschuldenregelung zu treffen für die Kommunen, die aus eigener Kraft und mit Unterstützung des Landes dies nicht schaffen. Die Alternative liegt aber auch darin, jedenfalls bei den Investitionen, über die wir jetzt als Stadtwerke sprechen können, dann auch diese Kreditvergabe direkt an die Stadtwerke zu geben und dort die Liquidität zu stärken, damit die Stadtwerke dann auch wiederum investieren können in die Projekte der Energiewende. Ich würde gerne aus der Diskussion noch zwei Punkte aufgreifen, wo wir vielleicht ein Tick weit eine andere Sicht haben als Kollegin Langkamp von der Klimaallianz. Das eine ist im Gebäudesektor, wo wir einen großen Nachholbedarf haben. 85% liegen noch vor uns. Da werben wir dafür,
nicht nur das einzelne Gebäude zu betrachten, also Sanierungsfahrplan für jedes Gebäude, das kann man alles machen, aber das dauert viel zu lange und wir haben es immer mit jedem einzelnen Gebäudeeigentümer zu tun. Wenn wir stärker das Quartier betrachten und Energieträgerwechsel für das gesamte Quartier in den Blick nehmen, können wir sehr viel schneller sein und da sehen wir auch als Stadtwerke unsere Rolle. Und bei der Rolle zum Gas möchte ich ausdrücklich auch an dieser Stelle noch einmal dafür werben, jetzt nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten. Gasausstieg ist schwierig. Wir werden da an der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit führt kein Weg dran vorbei. Auch durch die Energiekrise ist es nicht anders geworden. Parallel zum Hochlauf der Erneuerbaren auch Gas als Kompensation für die Spitzenlast, für den Spitzenverbrauch, wenn Wind nicht weht und Sonne nicht scheint, noch brauchen. Der Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung sieht ja auch den Neubau von Gaskraftwerken vor, die dann perspektivisch H2-ready sein müssen, um dann durch CO2-freie Gase ersetzt werden zu können. Aber diesen Hochlauf werden wir noch brauchen. Aber diese Investitionen tätigt zurzeit niemand, auch wegen der Unsicherheit. Wie geht es überhaupt weiter mit Gas? Ist die Regierung noch bereit, auch diese als Brückentechnologie hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung notwendigen Kapazitäten sicherzustellen? Dafür brauchen wir ein anderes Strommarktdesign, Energiemarktdesign, das sich gesicherte Leistung auch honoriert. Und wir brauchen tatsächlich auch Förderung für den Bau dieser entsprechenden Kraftwerke, die gesicherte Leistung gewährleisten. Etwa 30, 40 solcher Kraftwerke werden wir in Deutschland brauchen. Zurzeit ist der Investitionsrahmen dafür so unsicher wie nie zuvor. Aber ohne dies wird auch der Hochlauf der Erneuerbaren nicht gelingen. Und je mehr wir ihn forcieren, umso mehr wird auch der Druck da sein, dass wir diese gesicherte Leistung brauchen. Beides muss man zusammendenken. Und deswegen halten wir wenig davon, jetzt schon gleich zu sagen, wir müssen jetzt so schnell wie möglich auch noch aus dem Gas raus. Dann wird das nicht funktionieren. Vielen Dank. Im Namen des Beirates danke ich Ihnen beiden, Frau Langkamp und Herr Liebing, ein großes Dankeschön. Insbesondere auch, da Sie trotz gesundheitlicher Einschränkungen zur Verfügung gestanden haben für dieses total interessante Gespräch. Wir werden sicherlich noch an vielen Stellen über Energie, Klimaschutz, CO2, Dekarbonisierung und so weiter miteinander diskutieren. Für heute aber ein ganz herzliches Dankeschön. An dieser Stelle schließe ich die öffentliche Sitzung und darf die Beiratsmitglieder sowie die zutrittsberechtigten Personen bitten, sich bereit zu halten, weil wir in 2 Minuten den nicht öffentlichen Teil unserer Sitzung durchführen werden. Vielen Dank und ich schließe die Sitzung. Vielen Dank.